Das Telefon klingelt. Ich gehe ran und im selben Moment ist sie auch da und wedelt aufgeregt mit einem Stück Papier. Ich kann das hier nicht. Ich deute ihr, warte, bin am Telefon, und sie fängt an zu flüstern, damit ich telefonieren kann. Ich kann das hier nicht. Und ich sage nochmal. Und sie wedelt immer doller. Ich gucke ernst, sie guckt ernst. Ihr Mund zieht sich zusammen, meiner auch. Ich beende das Telefonat und sage wütend zu ihr, ich habe doch gesagt, warte den Moment, ich war am Telefon. Und sie blickt mich genauso wütend an und sagt, und ich habe gesagt, ich kann das hier nicht. Ich habe gesagt, warte. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht. Sie, ich will aber. Ich, ja, wollen hilft dir jetzt nichts. Ich will trotzdem. Wut, Frustration, Ärger. Solche Tage sind zum Heulen. Wirklich zum Heulen. Am liebsten sofort und am liebsten ganz lange. Ich glaube, in Zoom-Meetings sieht man verquollene Augen auch nicht so gut. Ein Abend zum Heulen. Passt ja. Gründonnerstag kommt von Grein-Donnerstag, also ein Abend zum Greinen, ein Donnerstag zum Weinen, zum Heulen eben, passt ja, denn jetzt, genau in diesem Moment, ist mir zum Heulen. Auf Niederländisch heißt der Tag Witte Donderdag, also weißer Donnerstag, ein Tag, an dem also schon etwas herüberleuchtet, weiß hineinleuchtet in mein Durcheinander und in meinen Ärger. Es ist noch nicht da, aber leuchtet schon hinein. Und auf Französisch heißt dieser Tag Jeudi Saint, also heiliger Donnerstag. Es muss also irgendetwas Heiliges darin sein, mitten in meine Woche, mitten in mein Unordnung, Impftermine, planen, Zoom-Meetings strukturieren, planen können, was ich nicht planen kann, Generve hinein. Mitten da hinein strahlt etwas Heiliges. Gründonnerstag, ein Abend zwischen Heulen und Leuchten. Ein Abend zwischen Trauer und Erwartung, zwischen Zerrissenheit und Heil. Gründonnerstag. Gott sei Dank. Es wird erzählt, Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl. Das große Fest der Verheißung. Das Fest der Gottesgegenwart. Und Jesus hat sich sehr danach gesehnt, dieses Fest mit seinen Freunden zusammen zu feiern. Er weiß, meine Zeit ist nah. Es wird sein letztes Passamahl sein. Den Freunden von Jesus ist es eng ums Herz und sie fürchten sich. Manch einer geht hinaus und weint bitterlich. Und da nimmt Jesus Brot. Und Wein. Und er sagt zu seinen Freunden, hier, Brot für euch, und gibt es ihnen. Er bricht es in Stücke und sagt, so ist mein Leib. In diesem Moment, jetzt, bricht er das Brot, so wie morgen sein Körper gebrochen werden wird. Und doch soll genau das das Zeichen für die Verbundenheit in alle Zukunft sein. Hier, sagt er und nimmt den Kelch mit dem Wein, Wein für euch und für die vielen in der weiten Welt.
Er gibt den Kelch herum und sagt, so ist mein Blut. In diesem Moment, jetzt, fließt der Wein, so wie morgen das Blut vergossen werden wird. Und doch soll genau das Zeichen für die Verbundenheit in alle Ewigkeit sein. Wir sind verbunden, verspricht Jesus, und nichts trennt euch jemals mehr von mir oder von eurem Gott. Nichts soll euch voneinander trennen. Ich werde nicht mehr essen und trinken, bis ich es von neuem tun werde im Reich Gottes, im Reich der Liebe selbst. In diesem Moment, jetzt, ist den Jüngern so eng ums Herz, es steckt ihnen ein Schluchzen im Hals und zugleich kann Jesus reden von dem Reich der ewigen Liebe. Sowas bringt wirklich nur er fertig. Jesus, Mensch gewordenes Wort Gottes, gibt uns so einfache, so wertvolle, so wunderbare Gaben wie Brot und Saft von Trauben und sagt, was jetzt zum Heulen ist, ist zugleich schon überwunden. Und was jetzt solche Schmerzen bereitet, ist zugleich schon geheilt. Und deine Gegenwart jetzt ist schon zugleich umgeben von Gottes Ewigkeit. Sowas bringt wirklich nur Jesus fertig. In mein Weinen mischt er seinen Trost. In mein Leid das Heil, weil er in meine Gegenwart jetzt schon seine Ewigkeit hineinmischt. Das macht es mir in meinem Leben nicht mit einem Fingerschnipsen einfacher, aber es stellt mich und eben nicht nur mich, sondern die vielen Geschwister auf der ganzen Welt, es stellt uns in ein anderes Licht, in ein helles Licht der Gegenwart Gottes, in das Licht der Liebe, in das Licht der himmlischen Mutter, der umfassenden Gegenwart, in das helle Licht, das herüberleuchtet. Und mit einem Mal wird alles anders. Mit einem Mal verändert sich alles. Das Bild, das Wortspiel hat mir Uwe Seidel geschenkt und das hat mich inspiriert, einen Text von ihm weiterzudenken. Groß sind Gottes Werke. Aus zerstoßenen Körnern wächst die Kraft, aus zertretenen Trauben kommt das Leben. Mit Brot und Saft der Trauben verändert Gott die Welt und stiftet ein Gedächtnis, in dem er lebendig ist. Mit einem Zeichen seiner Liebe erneuert er die Verbindung zwischen sich und denen, die nach ihm suchen, mit weinenden Augen, vielleicht tastend unsicher, aber niemals ohne Halt. Mit Brot und Saft der Trauben stärkt er den Glauben, beschützt er die Hoffnung, bewahrt er die Liebe. Und mit einem Mal verändert sich Angst und sogar Hass. Selbst der Tod gibt auf. Mit einem Mal werden Macht und Ohnmacht oben und unten völlig durcheinandergebracht und ein Glanz verteilt sich auf das ganze Volk und Tränen werden getrocknet und Angst überwunden und Schmerzen geheilt. Jeder kommt zum Recht. Niemand kommt zu kurz und keiner kommt um. Mit einem Mal verändert sich die Welt.